Hallo und willkommen zu einer neuen Hey, ich weiß, Folge. dass du mich siehst. Okay. Krass. Von Watch Dogs 2. Okay, ich bin mal gespannt, wie flüssig das hier alles läuft. Wurde angefangen. Und zwar nach. Ich darf in die falsche Richtung. Moment, ich muss schauen, wo ich hin muss. Ich muss hier hin. Ja, also nachdem ich jetzt alles nochmal schön durchgespielt habe. Ich habe sogar dieses E-Card-Dings habe ich sogar gewonnen diesmal. Gibt es noch irgendwie die App, genau, wie gemalt, da habe ich angefangen gehabt. Das neue schon, da muss ich noch 4 finden, tut mir leid, das hatte ich dann erst später gecheckt. UBI Stolen, ich habe auch irgendwie ziemlich andere Dinge, wie zum Beispiel das Namensspiel, aufgedeckt irgendwie, weil ich jetzt hier einfach so mit V-Net rumgelaufen bin und dann irgendwelche Dings gesehen habe, irgendwelche Leute, die halt, ja, was für mich haben und ja, dann bin ich zu denen hingegangen und habe mir das geholt. So, ich bin mal gespannt. Leckt trotzdem noch. Das liegt aber auch daran, dass wenn neue Dinge geladen werden, dass das dann leckt. Aber naja, wir werden sehen. Ich bin erstmal froh, dass ich wieder spielen kann. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, einmal ums Eck zu machen. Wir machen jetzt, glaube ich, falsche Profit. Das sicher? Aber erstmal gucken. Erleuchtung kostet nur euer ganzes Geld. Ist das Ablenkung genug? Ja. Yeah. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung, kostet nur euer ganzes Geld. Warum hat sie nichts als schutzmäßig an? Gelangen wir den Jumper, Marco. Okay. Okay, ich gehe jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das aufliegt, wird alles, was Dadzack je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. Upsala. Wollte ich gar nicht, aber okay. Wird dann nämlich... Ups, hoch. Und dann... Ach, das Ding muss ich hacken. Ach so, und wer hat den Zugangscode? Das ist ein Bankkonto. Eine Konversation. Ich musste 6 Stunden warten, aber ich habe das ultimative Geschenk für dich. 2 Worte. Swelter, Skelter. Ja, wir sind dabei. Sogar mit Privatflieger und Pilot. Er sagt, die Landung in der Wüste kann etwas holprig sein, aber das gehört dazu. Wir werden das durchziehen. Easy. Freuen wir uns, ja. Okay. Also, wie kommen wir zu hier rein? Oh. Ja, nur in der Wüste kann ein bisschen holprig sein. So, hier komme ich nicht rein, weil ich da einen Zugangsschlüssel brauche. Ich guck noch mal rein. Warum? Wartet mal. Gibt es hier unten auch irgendwo Kameras? Das ist was zum Verteilen. Dass derjenige das irgendwie hat. Weil irgendjemand hier unten muss da ja was haben. Sprengmöglichkeit im Bild. Und. Puff. Cool.
Nein! Was zum Teufel geht hier vor? Habe ich was verpasst? Erstmal umgucken. Sie machen alles. Bist du schon? Gib die Warnung raus. Oh mein Gott. Was zum Teufel geht hier vor? Täschchen. Okay, der ist noch ziemlich nah. Hey, sie da drüben! Okay. Nein. Sorry. Gibt's hier irgendwas Tolles? Was zum Steuern? Gucken wir mal auf die andere Seite. Hallo? Oh. Upsala. Wie habe ich das jetzt gemacht? Nee, gibt es auch nichts Tolles. Okay, gucken wir jetzt mal hier einfach mal. Was muss ich hacken? Diesen PC muss ich hacken. Oh, ich hab den Zugangsschlüssel. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Lade die Profildaten von New Dawn herunter. Und wo muss ich die runterladen? Oh, die sind in der Etage weiter oben. Okay. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Gab's hier nicht irgendwo meine Steuerung? Ich hätte es mir einfacher machen können. Ich hätte einfach... Hä? Hier irgendwo war doch eine Steuerung. Oder? Oh, ich hätte auch hier reingekonnt. So. Faune. Oh nein, da geht's wieder runter. So. Wo muss ich hin? Also irgendwo da rüber. Irgendwo muss es doch hier was zum Verstecken geben. Halt, was war das? Oh mein Gott! Ich sehe keinen Gott. Aber ist okay. Okay, wir sind schon mal. Wir sind draußen. Nicht schlecht. Kann ich ihn einfach ausschalten, bitte? Nein! Oh mein fucking hell! Ich bin so weit gekommen. Und jetzt knallt mich dieses Scheißding ab und ich könnte ausrasten. Oh nö! Warst du da nicht durch? Oh, die Regenerationszeit ist aber auch echt derbe. Sorry. Komm, hochfahren.
wäre richtig behindert gewesen, wenn er jetzt nicht totgeladen wo ich ihn gern gehabt hätte. Darauf gehen. Okay. So. Wenn der jetzt umdreht, dann müsste das klappen. Was liegt da unten? Komm, dreh dich einfach mal um. Hey Sie! Menschen sind Arschlöcher. Nein! Nein! Dann bin ich angepisst. Och man, ich war so nah dran. Oh, ich könnte ausrasten. Typ mehr. Was war das? Da draußen ballert einer rum. Wir haben die Zielbeschreibung. Warten auf Bestätigung. Über Verstärkung. Das Ding feuert nicht mehr. Ich gehe in Deckung. Salam. Oh, derbe, derbe. Oh! Das ist einer von diesen Hackern. Schick mir ein paar Wagen, vielleicht hat er Sprengstoff. Hab ihn verloren! Schaut euch ein bisschen um. Ach so, so muss ich hochfahren. Oh. Upsala, wollte ich gar nicht. Fuck. Oh fuck. Los, geben Sie endlich auf. Oh mein Gott. Money, man meint er. Geh mal, deck dich mal. Achso, okay. Hör mal auf, jetzt die Deckung zu machen. Blödes.
Oh, jetzt hör doch mal auf! In Deckung zu gehen. Jetzt hack einfach. Außer Reichweite, außer Reichweite, außer Reichweite. Okay. Okay. Oh Gott, ich habe die Sicht verändert. Hä? Warum muss denn der Markus jetzt in Reichweite sein? Konnten Sie was sehen? Augen offen halten. Jemand hat mich niedergeschlagen. Ausschwärmen, Film. Überrumpelt draußen. Seid auf der Hut. Moment mal. Mal sehen, was Sie können, Hacker. Chat! Sich wünschen, friedlich gekommen zu sein. Schau da drüben nach, ich hab diesen Bereich. Hey, hey, Sie! Moment mal, seid auf der Hut! Ich habe eine Zielbeschreibung, bereit für Übermittlung. Ich brauche Deckung! Ein Dringling, hat mich erwischt. So, jetzt komm! Ich hab hier Probleme! Ja, und ich auch! Oho. Mach doch mal die scheiß Tür auf! Okay, ich hab's geschafft. Göttlich! Oh, what? Verfolger? Hä? Ich hab keine Verfolger. Oder? Fliehe, entkommen, easy. Gut, easy. Tschick, tschick. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit. Die wollen sein Geld haben. Moment, ich muss ganz kurz meinen Wegpunkt setzen. Was haben wir denn hier? Falsches Namensspiel. Was haben wir hier? Namensspiel. Das glaube ich auch Namensspiel. Wie gemalt. Okay, wir gucken erstmal, was jetzt kommt. Das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von. Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. So, da sehen wir jetzt auch so ein... Ach so. Das sind jetzt, glaube ich, Namensspiel ist das. Eins abgehakt. Okay. Machen wir erstmal hier wieder aus. War das jetzt das Namensspiel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte M drücken. War das jetzt eins vom Namensspiel? Ja, genau. Ich mache es immer. Das habe ich irgendwie jetzt beim Dingsen rausgefunden. Ich teleportiere mich einfach zum nächstgelegenen Laden. Und das hat viel mehr Sinn, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit durch die Botanik renne, weil man so echt Zeit sparen kann. Moment, ich muss mal ganz kurz markieren. Wo bin ich denn überhaupt? Nee, ich war doch hier, oder?
auswählen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo, bremst du mal, du blödes Fahrzeug. Ich komme gerade nicht mit der Störung da. Nee, ich muss hier. Okay. Hier. Mal vollkommen in die falsche Richtung fahren. Egal. Hä? Warum tut's denn das immer löschen? Ach, weil ich da selber suchen muss. V. Ich hab's gefunden! Oh mein Gott! Ich habe jetzt gerade gedacht, für einen Moment, scheiße, es ist weg. Ich komme. Ja. Eins werde ich wohl noch brauchen. Okay. Ich habe es abgeschlossen. So, machen wir das noch schnell, das andere. War das das Namensspiel? Ja. Was ist denn da in der Nähe? Okay, das ist mitten... mittendrin. Muss irgendwo sein. Gut. Warum stehen hier keine Autos? Oh mein Gott. Nee. Die sind sowieso die kurzen. Oh, ich hing fest. Nein, falsche Richtung, aber okay. Habt ihr gesehen, wie... Ja klar, fahr. Ich würde noch mehr in meine Richtung ziehen. Achtung, Hund. Warum hat derjenige den scheiß Hund denn nicht festgehalten? Moment, ich hab's schon länger gehört. Easy peasy. Das sollte reichen. Easy peasy. Kriegst du was, Josh? Ich habe ein paar Telefone infiziert. Ja, ich kriege... irgendwas. Die Anrufe werden von einem Gerät abgefangen. Sieht bislang nach einer kleineren Aktion aus. Ist egal, ob sie klein ist. Die könnte riesige Auswirkungen haben. Wir müssen das stoppen. Marcus, ich habe dir die Koordinaten geschickt. Danke, ich sehe es mir an. Hacke das Loser-Gerät. Okay, guck mal, wo ist denn das? Da. Das machen wir noch schnell. Ich werde bestimmt auch ein bisschen was weggekattet haben, wie ich zum Beispiel sinnlos rumlaufe. Hoffe ich zumindest, dass ich an sowas denke. Wir haben fantastische Tagesgerichte. Ja, ich habe keinen Hunger. Ich habe vor uns Mittag gegessen. Abendbrot gegessen. What the fuck? Mit 42. Mittag gegessen. Forschungspunkt in der Nähe. Wie komme ich bloß da hoch? Eine Frage, die ich glaube ich lieber in der nächsten Folge beantworte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in einer neuen Folge. Ich werde mich bis dahin schon mal informieren, wie ich hochkomme. Bis dahin. Ciao.